Machen wir die... Nee. Ich muss erstmal wieder vorbereiten mit Seth. Crafty Devil. Das ist echt eine gute Herausforderung nochmal zum Schluss, ja. So. Du heilst einmal deine eigenen MP. Okay, Gloria. Mach mal wie drauf, alle. Jupp, das halt ordentlich. So. Du kannst einmal draufhauen. Okay, Seth. Dann let's go. Wobei, nee, erstmal das Spezial. Und in der nächsten Runde machen wir dann den nächsten Kram. So, dann. Panzerknacker. Seelendieb. Und Magieknacker. Dann. Eisra into Eisra. Wie drauf alle. Du machst die Füße des Zorns. Okay. Wie viel hat er noch? 27.000. Ja, das noch ein, zwei Mal. Oh Gott, da kommt gleich was Böses. Okay, benutzen wir mal. Äther. Weiß nicht, und so ein Atemdieb. Einfach die ganzen Äther da für Elvis. Oh Gott, da kommt jetzt Scheiße. Das war schmerzhaft. Scheiße, Mann. Wow. Da hat er uns in zwei Runden einfach komplett gereckt. Yo. Zwei Runden haben gereicht für Instant Wrecked. Doch, hätte ich auch lang gehen können. F indeed, ja. Das war vielleicht ein bisschen sehr krass. Ich kann auch nicht mehr grinden, das stimmt. Also irgendwie muss man das so schaffen. Oh ja. Erstmal untersuchen. Das Gift und Galle tut einfach unendlich weh. Oh, ich habe gerade die ganze Zeit das Falsche gemacht, ne? Maybe, ich weiß nicht. Ja,
Ja, einfach direkt Füße des Zorns. Einfach volle Pulle draufhauen. Und währenddessen mit den anderen einfach heilen. Yo, der Crit. Sollen wir versuchen, dem was zu klauen? Einfach mal ein BP geklaut. Why not? Ist zumindest jetzt bei 0. Gut, Elvis. Hauen wir dich jetzt erstmal voll ins Negative. Einfach nur gerade noch ausnutzen, dass er gerade... Na, wobei, nee, ich glaube, seine Schwächung ist schon längst weg. I've gone all funny! Und plötzlich war ich im Arsch des Wurms. Oh Gott, da kommt was. Sicherheitshalber mal. Wer weiß, was da jetzt gleich kommt. Jetzt tut er weh. Wobei ich sagen muss, ich bin froh, dass die drei Angriffe auf mich gingen. Also auf Seth gingen. Weil der hat das echt gut weggesteckt. Er hat einfach drei Angriffe getankt. So. No. Rip Gloria. Ja. Phoenix-Feder. Jetzt habe ich meine ganzen Items ja noch. Dadurch, dass ich draufgegangen bin. Okay. Dann. Panzer. Magie. Schwertdieb. Und ein Angriff. Und Adele macht die Füße des Zorns again. Dich muss ich leider einmal kurz ausnutzen, um ihm ein bisschen mehr MP zu geben. Ja. Ist einfach noch nicht dran. Was soll das? Jetzt ist er dran. Zieh den mal nochmal 10.000 ab. 10.000 vielleicht nicht, aber so 7.000, 8.000. So, damit ist der alte Mann erstmal wieder nutzlos. Bin nicht nur nutzlos, sondern auch gleich tot. Out und Rip Gloria. Ja, nutzt er mal seine Runde, um ein bisschen MP zu heilen. So.
So. Verteidige mal. Let me see. We stand firm for now. Guess it's my turn. Okay. I shall prevail. Okay. Still living. So. Ja, 3 Stunden kommt gut hin, ne? Wenn man alleine bei diesem Boss hier hockt. So, Problem ist, ich kann leider seinen Stuff nicht mehr wegmachen, aber... Ich kann ja einen Ether auch auf mich selbst verwenden. Haben wir 40. Panzerknacker. Magieknacker. 22 und dann nochmal der Dieb macht 38, ja. So, jetzt hauen wir Adele mal so richtig ins Minus. Wie viel hat er noch? 17.000. Es gibt noch einen Secret Boss. Ist er noch geiler? Default. Du auch. So, Old Man. Einen muss ich, glaube ich, verwenden, aber um Ether zu verwenden. So. Nur 12.000. Ein Ether dahin. Na, 2 Ether am besten, damit du gleich wieder ordentlich draufhauen kannst, wenn du irgendwann mal wieder dran bist. Okay, er macht auch Default. Das ist echt tense hier, der Kampf, muss ich sagen. So, ich nutze mal meine Runden aber weiter zum Rumheilen. Ein super Tank, damit er mir noch überlebt. Gleich sicher noch ein fetter Angriff kommt. Ja, 2000! Hey, Moment. Phönixfeder? Phönixfeder? Königsfeder. Wie trauen everyone? Gut, dass ich mit ihr defaultert habe. Default saved my ass gerade. So richtig hart. So, dann bereiten wir jetzt nochmal einen, na Moment, so lieber, einen fetten Angriff vor. Wie viel hat er noch? 12.000. Wird wahrscheinlich nicht ganz ausreichen, aber... Does that feel better? I need a
Jetzt muss nur warten, bis er aus Default wieder rauskommt. Das hat leider jetzt meinen Plan ein bisschen zunichte gemacht. Okay. Nein, gar nicht. Ich kann das. Doch, ich kann. Ich hoffe. Wobei ich brauche sowohl Panzer als auch Magieknacker. So. Kann ich halt nur seinen Angriff nicht schwächen. ...4300 noch. Nochmal zweimal Vitra am besten. Wieso hat er jetzt zweimal defaultet? Er hat 3 BP voll. Uff. Das hat einfach gar keinen Schaden gemacht. ...1600 nur noch. Der killt jetzt wieder. Okay, du musst leider einmal ins Minus. Der Junge, chill mal, Sandwurm. Was? Der macht's nochmal. Aber er ist bei minus 2. Das heißt, jetzt kann er erstmal lange nichts machen. Moment, ich habe mein Special. Stirb. Uff. Was krieg ich als Belohnung? Augentropfen. Yikes. Das war ein ordentlicher Kampf. Geh weg, Biene. Ich will hier nur noch raus. Aber ja, danke für 3 Monate Treue. Super geil von dir. Uff. Der Kampf war wirklich ordentlich. Erstmal speichern, auch wenn er gerade schon geautosaved hat. Das ist Dark Souls, der Bravely-Spiel. Ja, die Sache ist halt, man kann sich jetzt ja auch nicht irgendwie unendlich lang grinden, ne? Dementsprechend ist das Spiel dann auch schon ordentlich. An der Stelle dann. Ansonsten kannst du einfach sagen, okay, ich komme in 20 Level nochmal zurück. Und hau dem Ding auf die Fresse. Das geht hier leider nicht. Wie viel habe ich eigentlich an Geld? 1400 nur. Auch alles an Stuff rausgeschmissen, was ich hatte. Ach, da oben war das. Erstmal heilen. Also ich glaube, im Originalspiel kannst du wirklich einfach sagen, ich baller jetzt noch irgendwie noch ein paar andere Sachen hoch. Und hau ihn dann einfach weg. So, du hast die Beste bezwungen. Oh, wunderbar. Wirklich wunderbar. Und kriegen dafür einen Chromsäbel. Ist auch Schwierigkeit 5. 5. Ist der Chromsäbel wenigstens gut? Nicht für diesen Job, aber wahrscheinlich prinzipiell schon. So. Zweiter Boss ist... Du musst auf der Map einfach suchen. Wahrscheinlich für den Dieb einfach, ne? Ja. Wie ist der denn so von der Schwierigkeit her? Wie der Wurm? Schlimmer oder einfacher? Auch auf Wurmniveau. Okay, dann machen wir den nicht.
Weil ich glaube, dafür fehlt mir jetzt noch. Dafür müsste ich jetzt wahrscheinlich erstmal nochmal ein bisschen Geld farmen, um mir die ganzen Items wieder zu kaufen. Um genug dann zu haben. Wir gucken jetzt zumindest noch einmal kurz an, aber ich kann ja gerne einen Versuch machen mit dem, was ich habe, aber ich werde dafür jetzt nicht extra nochmal Stuff farmen, um den dann auf jeden Fall zu schaffen. Die Frage ist nur, wo ist der? Sieht man den auf der Map? In einem Wald weiter südlich. Okay, schauen wir mal einfach ein bisschen. Das ist ein brauner Busch im Wald. Okay. Hm? Alles gut? Okay. Also irgendwo bin ich nicht mehr südlich, habe ich das Gefühl. Ein brauner Busch als ein brauner Haufen. Ich glaube, Svenja ist happy neben mir. Das ist gut. Bin ich schon an der falschen Stelle? Dem Wald hier? Erst südlich, dann nördlich. Hauke. Hast du etwa eine Nord-Süd-Schwäche? Spawnrate 5%. Den sieht man ja zumindest dann auf der Karte wenigstens, denke ich mal. Halle ist ein besserer Guide als Hauke. Also ich bin gleich komplett einmal im Kreis. Dann schauen wir uns auch eben einmal an, zumindest. Ich kann ihn zumindest überraschen, in Anführungsstrichen. Nein, mehr wenig. Ich habe keine BP dafür bekommen. Der sieht cool aus. Erstmal machen wir Default ein bisschen. Und gucken uns erstmal an, was das Ding für ist. Der Holzgolem. 72.000. Ja, ich kann verstehen. Der hat ungefähr genauso viel. Das tut weh. Yo! Ja, gar nichts an Schaden. Also physisch zumindest. Feuer? Feuer. Wenn es mal treffen würde. Kann ich mit Gift treffen? Ich habe den Boss zumindest vergiftet. Das war eine Schwäche. Also ich würde sagen, der ist wahrscheinlich machbar. Kann ich auch einfach fliehen? Ist fehlgeschlagen. Ah, nice. Oh, jetzt ist er weg. Ich denke mal, der ist machbar, aber dafür müsste ich wahrscheinlich wirklich ein paar Items farmen. Und vor allem, der hat eine verdammt dicke Verteidigung. Also,
Ja. Also für Bravely Second sollte man Bravely Default kennen. Für Bravely Default 2 denke ich mal bisher nicht. Von dem, was ich bisher so gesehen habe. Ist wahrscheinlich ein eigenständiges Spiel. Vielleicht sind da irgendwo Anspielungen, aber... Sind nicht alle wieder am Leben eigentlich? Nein. Laufen alle halb tot hier rum. Nur Adele denkt so, dumm, I'm okay. War da was im Busch? Ich habe nichts gesehen. Also wie gesagt, die Demo, super geil. Also das Spiel, es verspricht auf jeden Fall echt gut zu werden. Ich bin mal gespannt, was die vielleicht noch an Vorschlägen von den Leuten umsetzen. Vielleicht machen die das Spiel ja noch besser. Diese optionalen Bosse, gut. Für die, die jetzt Bock haben, die noch zu verprügeln, ich nicht. Wir haben den Wurm zumindest besiegt für die Sidequest. Der andere ist nur ein random Boss auf, random Gegner auf der Karte. So, stellen wir uns einfach wieder dahin, wo wir angefangen haben. Das war, glaube ich, hier oben auf dem Platz. Gut. Also, Fazit habe ich ja gegeben. Ich habe, es ist ein, von dem, was ich bisher davon gespielt habe, auf jeden Fall ziemlich cool. Ich kann nur hoffen, dass es auf jeden Fall auch besser wird dann im, ja, im Original. Poste die Entwicklernachricht mal in die Stream-Highlights. Da kann man sie selbst und ihn selber zu bekämpfen. Den Entwicklernachricht, wenn man ihn besiegt. Okay, ja, warum auch nicht. Ja, kann auf jeden Fall nur hoffen, das wird geil. Bin mal gespannt. Ich vermute eher mal Herbst herum. Nicht im Sommer, nach dem Sommer, wenn dann. Herbst, vielleicht auch Richtung Winter, Weihnachtsgeschäft. Und ich würde einfach mal behaupten, ihr habt sicher Bock, dass ich das auch, ja, streame dann, wenn es dann raus ist, ne? Gehe ich mal ganz stark von aus. Ich brauche gar nicht erst zu fragen. Ich habe ja auch damals Bravely Default und Bravely Second beide blind let's played. Nicht zu Release, ich will es erst selber spielen. Mal gucken. Aber ja, good game. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.